Seele Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Hallo, Herzeleball, Freundinnen und Freunde. Es ist Sonntagabend, die Burg im Regen, das Fußballherz, es schlägt. Und mein EM-Spielplan, der füllt sich so langsam mit Resultaten. Und ich habe jetzt ganz viel gesehen und muss sagen, Euphorie in Deutschland groß nach dem 5:1 gegen Polen. Ja, wie groß ist die Euphorie in Spanien nach dem 13:0 gegen Kroatien? Mindestens genauso groß. Selbst die Niederländer sind in Euphorie verfallen, nachdem sie 2:1 gewonnen haben gegen Polen. Das ist nicht weit hier über die niederländische Grenze, ein paar Kilometer nur. Und ich meine, sie haben gejubelt bis hierhin. Weghorst, der in der Bundesliga ja allerbestens bekannt ist, macht das entscheidende Tor. Sein Vater besitzt ungefähr 50 Tankstellen in den Niederlanden. Ich wollte es nur mal so sagen. Ich habe mal irgendwann in einem Interview, ich glaube, da hat er noch bei Wolfsburg gespielt, gefragt, was das Benzin in Holland kostet. Er wusste es nicht. Aber das sind so Nebensächlichkeiten, ich gebe es ja zu. Was hatten wir denn noch? Ja, die Italiener, auch voller Euphorie. 2:1 gegen Albanien gewonnen. Gerade habe ich noch gesehen, Slowenien gegen Dänemark 1:1. Eine Überraschung, weil man hat die Dänen vorne erwartet. So, und dann folgt heute Abend ja noch das Problemspiel, Hochsicherheitsspiel, blöder Name, aber es ist so, Serbien gegen England. Und mein Bruder wohnt in Gelsenkirchen, er sagt, die Stadt ist komplett irgendwie abgeriegelt und kaum einer geht raus, weil er Angst hat vor serbischen oder niederländischen Hooligans. In der Nähe des Hauptbahnhofes sollen auch ein paar Tische, Stühle und Flaschen geflogen sein, aber die Gelsenkirchener Polizei hat dann für Ruhe und Ordnung gesorgt. Ja, ich weiß nicht, warum das immer mit solchen Dingen verbunden sein muss. Es nervt. Ich habe sozusagen am Montag, also morgen, heute, ganz wie ihr wollt, einen hochoffiziellen EM-Auftrag. Wird ein bisschen kompliziert. Ich bin in Horn in den Niederlanden auf einem Schiff, aber nur morgen. Und da sind Mitarbeiter der Versicherungsgruppe Helvetia aus der Schweiz. Aber die österreichischen Mitarbeiter dieser Versicherungsgruppe, und die wollten gerne, dass ich mit denen, kleines EM-Spiel mache, das Spiel einschätze und so weiter und so weiter. Das mache ich morgen. 21 Uhr geht's da los und dann fahre ich wieder zurück. Sind 2,5 Stunden so, aber mal gucken, wie die so drauf sind, die Österreicher. Ich werde ihnen sagen müssen vor dem Spiel, dass Frankreich für mich der klare Favorit ist. Aber man kann sich ja da täuschen. Ja, in der Schweiz, das habe ich gerade noch vergessen, ist natürlich die Euphorie auch groß nach dem 3:1 gegen Ungarn. Aber darüber haben wir gestern schon zwei Takte gesprochen. Dann hat Claudia Neumann, euer aller Lieblingsreporterin, heute kommentiert beim Spiel Slowenien gegen Dänemark. Ich hoffe ja, dass sie auch bei der deutschen Nationalmannschaft nochmal im Einsatz ist, dass so richtig die Hater aus den Löchern krauchen. Und ich finde das so in Ordnung, wenn man sachlich kritisiert, aber sie hat einfach, ich glaube mal, keine Chance mehr, irgendwie anerkannt zu werden als Reporterin. Heute hat sie gleich am Anfang einen kleinen Fehler gemacht. Sie hat nämlich gesagt, herzlich willkommen hier im WM-Stadion in Stuttgart. Nun ist es leider eine EM, aber vielleicht weiß Claudia Neumann mehr. Und wir kriegen demnächst wieder eine Fußballweltmeisterschaft nach Deutschland. Und dann wird das Stadion in Stuttgart ein WM-Stadion. Aber nach diesem kleinen, wie ich finde, nicht wirklich so gravierenden Versprecher, im Netz schlugen die Wellen der Empörung über Claudia zusammen. Naja, ansonsten ist sie, ich sag's mal ganz vorsichtig, Geschmackssache. Aber man kann ja auch einfach den Ton wegschalten, wenn man sich über sie ärgert. Geht ja alles, Freunde. Also über was regt ihr euch auf? Also ich mach das immer so, dass ich dann selber kommentiere, zum Schrecken meiner ganzen Familie. Die verlässt dann aber auch fluchtartig den Raum und guckt am Zweitfernseher. Nein, das mache ich natürlich nicht. War ein Scherz. So, und Bela Reti ist aufgetaucht. Hier ist der Beweis. Ein Foto von Bela Reti, der mit einer Zigarette auf der Tribüne ist. Das muss älter sein, weil Rauchen ist in den Stadien strengstens verboten. Aber ein cooles Foto von Bela Reti. Weiß nicht, wie alt ist das? Nicht von der aktuellen Europameisterschaft. Hat ein Kollege geschossen. Deswegen darf ich es hier einsetzen. So, das war's. Melde mich dann morgen nach dem Spiel Österreich-Frankreich, irgendwie vom Schiff oder von der Rückfahrt. Also nicht ungeduldig werden, liebe Freunde von Herz, Seele, Ball. Ich weiß, wir sind hier die letzte Instanz, aber
Das bringt's. Ach ja, wollte ich auch noch ein bisschen drüber lästern. Elton hat ja bei RTL eine Show, eine EM-Show. 2% Marktanteil. 2%. Da hätten sie auch mich nehmen können. Da hätten sie vielleicht nur 1,9 gehabt. Aber ich bin ja viel, viel billiger als Elton. Und deswegen wäre es dann unterm Strich wieder preiswerter gewesen. Aber das hätte ich dem Sender vorhersagen können, dass das nicht funktioniert. Also zeitgleich gegen die Vorberichterstattung anderer Spiele und nichts gegen Elton. Aber mein Gott, welche Reputation hat er? Und dann war noch dabei der Kollege, der sonst, glaube ich, das Dschungelcamp moderiert. Wie kann man auf solche Ideen kommen? Ich glaube, ich verkaufe meine RTL-Aktien. Tschüss, bis morgen. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.